Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Boxer Busserage. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute kleines Update-Video zu unserem Daily-Bus, der jetzt nicht mehr mein Daily-Bus ist. Ja, ihr habt es gesehen in den letzten Videos. Wir haben hier an diesem Bus, eingelagert. Für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe ja jetzt mittlerweile den T3 Bums-Bus, der ist mein neuer Daily. Und vorher bin ich diesen VW T3 Kasten gefahren. Ein sehr, sehr treuer Begleiter, der wirklich schon viel mit mir erlebt hat, wo ich viel, viel dran geschraubt habe, viel gelernt habe. Und das Ding ist einfach wirklich, ja, mit dem Ding hat halt alles angefangen. Und jetzt steht er ganz, ganz traurig hier und ist vollgepackt, wird als Teilelager genutzt. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir setzen uns erst einmal rein und dann gebe ich euch ein kleines Update, was jetzt mit diesem Auto geschehen soll. Kleiner, aber feiner Real Talk. Die meisten haben es mitgekriegt. Wie gesagt, dieser VW-Bus ist abgemeldet. Der wird gerade nicht mehr genutzt. Was passiert jetzt mit dem Auto? Was habe ich vor damit und wie geht es mit dem Auto weiter? Das wollte ich einmal in diesem Video ein bisschen erläutern. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe gar keine Ahnung. Also, ich muss ehrlich sagen, dieses Auto hängt mir sehr, sehr stark am Herzen, weil hier halt einfach alles mit angefangen hat. Der YouTube-Kanal, mein Hobby, meine Leidenschaft für VW-Busse, aber auch halt mein technisches Know-how, alles, was ich mittlerweile kann, schweißen, spachteln, lackieren, schrauben, das habe ich alles an diesem Fahrzeug hier gelernt. Und es ist verdammt schwierig dann zu sagen, dass ich so ein Auto dann abtreten mag, würde. Aber man muss jetzt mal alles ein bisschen Revue passieren lassen und jetzt genau überlegen, was man hier macht. Weil ich habe jetzt mittlerweile 3 VW-Busse. Den hier, der steht jetzt nur rum. Kostet natürlich momentan gar kein Geld, aber wird nicht besser durchs Rumstehen. Dann haben wir das T3 Offroad-Projekt, woran ja immer noch jede Menge Geld wahrscheinlich reinfließen wird in den nächsten Monaten, bis er dann hoffentlich nächstes Jahr fertig ist. Und den muss ich natürlich auch warten, den muss ich auch nach und nach noch weiterbauen, weil so ein Projekt ist halt nie zu Ende. Und den musst du unterhalten und natürlich auch fahren, damit er nicht kaputt geht. Und den T3 Bumsbus, der natürlich mein Daily ist, wo das meiste Geld eigentlich reingeht, der muss immer laufen. Der muss, da müssen auch sehr viele Sachen noch dran gemacht werden an dem Fahrzeug. Da machen wir vielleicht mal ein eigenes Video zu. Aber ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht Krösus. Ich mache das alles hobbymäßig und die Autos verschlingen wirklich schon eine Menge Geld, wenn ihr das selber macht und wenn ihr sagt, ihr wollt die Dinger alle behalten und weiterführen. Solange wie der hier jetzt trocken steht, weil ich den Bumsbus mit in eine Wohnung nehme, da habe ich einen Stellplatz, steht der gut. Der Bus ist, sage ich mal, relativ gut eingewintert. Ich habe nochmal alles mit Fett eingeschmiert, wo Rost dran ist, damit er da, wo er rostet, weil er hat natürlich auch wieder Rost, nicht noch großartig weiter rosten kann. Der steht relativ trocken. Ich muss ihn natürlich rausfahren andauernd, wenn ich an die anderen Autos dran will. Ich kann den hier ein bisschen bewegen, dass die Bremsen nicht kaputt gehen, dass du Standschäden ein bisschen vorbeugen kannst. Aber das ist alles eigentlich nicht Sinn der Sache. Also im Endeffekt, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Auto mache. Ein guter Freund von mir hat gesagt, er hätte Interesse an dem Auto. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, den Bus zu verkaufen, weil er einfach zu schade ist, irgendwie ihn rumstehen zu lassen. Ich weiß, der wäre da in guten Händen. Ich weiß, dass ich selber an dem Auto noch mitarbeiten kann, so wie ich das mit dem Klaus auch mache. Aber man will sich trotzdem irgendwo von so einem Auto nicht trennen. Und solange, wie ich das halten kann, dass der hier in der Garage steht, solange, wie ich nicht unbedingt drauf angewiesen bin, dieses Fahrzeug zu verkaufen, werde ich höchstwahrscheinlich an dem Auto erstmal vorerst nichts mehr machen, weil ich erstmal andere Projekte im Vordergrund habe. Ich werde trotzdem gucken, dass ich so ein bisschen die Standschäden und so gering halten kann. Sollte der Kollege sich wirklich dazu entscheiden, das Auto zu kaufen und wir kommen mit einem Preis gut zusammen und er ist wirklich da angetan von, dann überlege ich wirklich, den Bus ihm in der Hand zu geben, weil ich dann immer noch an dem Auto mitwirken kann und ich weiß, er ist in guten Händen. Und man muss halt immer halt den geldlichen Faktor und halt die Schäden, alles muss man irgendwie im Kopf behalten, weil
umso länger der steht und nicht benutzt wird, umso kaputter steht er sich einfach. Das müssen wir uns alle im Klaren sein. Und deswegen, er steht jetzt erstmal trocken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir werden erstmal nichts dran machen an dem Auto. Wie gesagt, das ist auch so eine Sache. Und im Endeffekt weiß ich noch gar nicht ganz genau, was mit dem Auto geschieht. Aber er bleibt erstmal uns erhalten. Er ist nicht weg. Er ist auch nicht in Schrott. Er ist nicht verkauft bis jetzt. Also er ist noch da. Vielleicht habe ich Bock in ein paar Monaten, wenn die anderen Busse soweit fertig sind und da vielleicht ein bisschen mehr Geld rumspringt, hier doch noch was dran rumzuwerkeln. Ich hätte gerne Bus auf Luftfahrwerk, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht kann man sowas mit diesem Auto hier machen. Und alles Weitere werden wir dann in der Zukunft halt sehen müssen. Jo. Das war's zum Update von dem Auto. Wenn ihr Fragen zu dem T3 hier habt, wie es jetzt hier weitergeht, ob ihr Ideen habt oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das wäre es mit diesem Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, mach's gut, peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.